Die internationale deutsche Motorradmeisterschaft startet in ihre zweite Saisonhälfte. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, Ihnen zu Hause live aus dem niederländischen Assen. Hier ist der IDM Paddock Talk. Wir kennen uns noch gar nicht. Ich bin Lukas Gajewski und vertrete an diesem Wochenende Eddie Mielke, der leider nicht hier sein kann. Aber er war so nett, Ihnen und uns hier in Assen ein Video groß zu schicken. Schauen Sie mal. Es ist einmalig am Red Bull Ring, landschaftlich sicherlich eine der schönsten Rennstrecken, die es auf diesem Erdball gibt. Man hat die ganze Arbeit geleistet. Es ist die schnellste Rennstrecke im MotoGP-Kalender. Und unglücklicherweise kann ich an diesem Wochenende nicht in Assen sein, weil ich eine ältere Verpflichtung hier hatte, nämlich hier auf der KTM-Tribüne. Da macht es sehr viel Spaß zu moderieren, bis auf die Wespen. Ich habe gerade mal wieder eine weggejagt. Das ist aber nicht so schlimm. Schöne Grüße nach Assen an den gesamten IDM-Zirkus und vor allen Dingen an meine Vertretung, an Lukas Krajewski, der das mit Sicherheit auch mit Bravour machen wird. Wie immer, viel Spaß, Lukas. Und beim nächsten Mal bin ich dann wieder dabei, denn auch die IDM ist eine faszinierende Rennsportserie. Und beim nächsten Mal, wie gesagt, bin ich dann wieder dabei beim IDM YouTube-Channel. Und wir sind, um ehrlich zu sein, etwas neidisch auf dich, Eddie. Meine Damen und Herren, Sie sehen es auch beim Blick raus hier aus dem Boxengebäude. Das Wetter in Assen ist nicht wirklich schön, ist aber mittlerweile deutlich besser geworden als noch heute Vormittag. Auch davon werden wir Ihnen natürlich nachher noch einige Bilder zeigen. Mittlerweile also immerhin trocken, aber nicht ganz so sonnig wie bei euch am Red Bull Ring in der schönen Steiermark. Es ist der Start in die zweite Saisonhalbzeit an diesem Wochenende in der deutschen Motorradmeisterschaft. Nürburgring, Solder und zuletzt vor zwei Wochen der Lauf in Schleiz. Das sind die drei Veranstaltungen, die bereits ausgetragen wurden. Jetzt also der Auftakt in die zweite Saisonhälfte hier in der Motorradkathedrale von Assen. Und dann geht es ja noch auf dem Lausitzring in Oschersleben und auch in Hockenheim weiter für die Akteure der IDM Superbikes. Und da lautet die große Frage an diesem Wochenende: Kann Markus Reiterberger, der Dominator dieser Saison, hier von Danny de Boer, seinem ärgsten Verfolger in der Meisterschaft, vor heimischem Publikum in die Schranken verwiesen werden? Das ist ja erst ein einziges Mal passiert im Saisonverlauf 2017, unter übrigens ebenfalls regnerischen Bedingungen beim Auftakt auf dem Nürburgring. Da hat Danny de Boer gewonnen. Danach allerdings hat Markus Reiterberger einen Durchlauf, einen Durchmarsch hingelegt und konnte seitdem nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Auch dahinter ist es interessant, denn es kommen ja mit Jan Bühn und Dominik Weso die nächsten beiden BMW-Piloten dann in der Meisterschaft auf den Rängen 3 und 4. Für die hat es noch nicht ganz so gut geklappt. Heute in den beiden Qualifyings werden wir Ihnen dann natürlich gleich auch noch alle Einzelheiten zu liefern. Jetzt möchten wir aber erstmal zurückblicken auf das, was sich beim dritten Wochenende der IDM 2017 getan hat, nämlich vor zwei Wochen auf dem Schleizer Dreieck. Das hier sind die spektakulären Luftaufnahmen vom letzten Juliwochenende, die 83. Ausgabe auf der ältesten Naturrennstrecke Deutschlands in Thüringen, in der heutigen Form noch 3,801 Kilometer lang. Viel, viel Interesse beim Publikum. BMW hat das neue Motorrad für den 2018er Boxer Cup mitgebracht und Kollege Eddie Mielke sitzt und fährt natürlich auch direkt Probe. Eine ganz, ganz interessante, alte und naturbelassene Rennstrecke, die noch teils über öffentliche Straßen führt und sich durch Maisfelder hindurchschlängelt. Viel, viel Interesse beim Publikum. Die bestbesuchte Veranstaltung überhaupt bisher im Jahr 2017. Lucy Glöckner neu mit dabei nach dem Doppelsieg im Suzuki GSX-R Cup in Zolder. Sie empfohlen für den Start an diesem Wochenende in Schleiz. Markus Reiterberger mit einem schwierigen Start in Lauf Nummer 1, weil das Vorderrad ein bisschen abhebt vom Boden. Er behauptet dann allerdings die Führung vor Dominik Weso und seinem Stallgefährten Danny de Boer. Setzt sich sofort ab an der Spitze des Feldes. Hier auch schön zu sehen aus diesen fantastischen Luftaufnahmen rund um das Schleizer Dreieck. Und das sind die vollen Zuschauerränge. Wie gesagt, die bestbesuchte Veranstaltung bisher
im IDM-Kalenderjahr 2017. Tolle Onboard-Bilder bei im Übrigen besten äußeren Bedingungen. Sie sehen nur wenige Wolken am Himmel. Ansonsten sommerliche Temperaturen, fast 30 Grad vor zwei Wochen in Schleiz. Markus Reiterberger vorneweg ohne Probleme. Das hier ein spektakulärer Sturz von Jan Bühn, der dann im Übrigen zu einer roten Flagge im zweiten Rennen führt. Wie üblich wird eine Runde zurückgegangen in der Wertung nach diesem Highsider von Jan Bühn, der also den Rennabbruch provoziert. Und damit gelingt Markus Reiterberger nach diesem etwas unschönen Rennende im zweiten Lauf also der Doppelsieg auf dem Schleizer Dreieck zur großen Begeisterung des Publikums. Das hier war im Übrigen das eingerechnete Ergebnis mit den Punkteständen. Markus Reiterberger also nach dem Wochenende in Schleiz mit 145 Zählern vor seinem weiterhin zweitplatzierten Stallgefährten Danny de Boer. Dann kommen Jan Bühn und Dominik Weso. Also vier BMW im Moment an der Tabellenspitze vor Florian Alt auf der besten Yamaha auf der fünften Position. Und Jan Halbig, der Tscheche, ist siebter auf der besten Honda. Luca Grünwald mit der Suzuki auf der 8. Auch da werden wir gleich noch im Detail drauf zu sprechen kommen. Dominik Schmitter sehen wir da auf der 11. Er in einem der Rennen gestürzt auf dem Schleizer Dreieck. Lucy Glöckner da auf der 15. Auf Anhieb nach vorne gefahren in der Meisterschaft bei ihrem ersten Einsatz in Schleiz. Ganz, ganz toll zurechtgekommen. Und auch hier an diesem Wochenende in Assen wieder mit dabei. Das hier sind im Übrigen noch die weiteren Platzierten in der Übersicht. Luca Grünwald ist zu uns gekommen, hier in dieses kleine, überschaubare Studio im Fahrerlager vom TT-Circuit Assen für das Team Suzuki Meier rund um Thomas Meier aus Passau am Start und eben einer der ganz, ganz großen Namen vor zwei Wochen auf dem Schleizer Dreieck. Er ist nicht nur, wie gerade eben gesehen, mit Rang Nummer 8 in der Gesamtwertung im Moment der beste Suzuki-Pilot, sondern hat mit Rang Nummer 4 im ersten Rennen in Schleiz auch das bisher beste Ergebnis für Suzuki in dieser Saison eingefahren. Luca, schön, dass du Zeit genommen hast, dir Zeit genommen hast und zu uns gekommen bist. Schleiz, müssen wir natürlich nochmal drauf zurückblicken, war, glaube ich, eine mega Sache aus eurer Sicht, oder? Vielen Dank, also freut mich sehr, dass ich mit dabei sein kann. Es war natürlich ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wir hatten etwas Glück oder Glück. Wir haben im zweiten Lauf der Bühne, im ersten Lauf der Wincon, den wir praktisch dann den Platz geerbt haben, hatten ein bisschen Glück, aber trotzdem wäre es ein fünfter Platz gewesen. So, vierter Platz ist natürlich super. Und das beste Suzuki-Ergebnis bis jetzt. Da sind wir schon glücklich drüber, aber trotzdem müssen wir natürlich schauen, dass wir es in Zukunft ähnlich gut noch hinkriegen. Ja. Aber du hast recht, Dominik Weso in der Tat gestürzt im ersten Rennen, was euch dann natürlich noch ein bisschen verholfen hat, aber das soll die Leistung auf gar keinen Fall schmälern. Platz Nummer 7 dann im zweiten Rennen, Handlingsprobleme haben euch allerdings ein bisschen geplagt. Was war da los, was war die Ursache und habt ihr vor allem eine Lösung gefunden hier für das Wochenende in Assen, um die auszuräumen? Ja, genau. Also die Strecke in Schleiz hat natürlich ganz, ganz eigene Passagen. Sehr, sehr schnelle S-Kurven, wo es darauf ankommt, das Bike schnell umzulegen. Und da haben wir leichte Probleme bekommen, auch schon im ersten Lauf. Im zweiten Lauf war es noch etwas schlimmer. Haben jetzt für das Rennen hier ein bisschen was umgestellt am Fahrwerk. Noch dazu kommt, dass die Strecke von dem Layout komplett anders ist. Da haben wir die Probleme jetzt nicht so schlimm. Hier geht es mehr um ein Bike, das viel, viel Grip bietet und das im Moment auf der Strecke nicht so viel Grip hat. Aber trotzdem sind wir auch heute gut durchs Qualifying gekommen und deswegen bin ich ganz zuversichtlich eigentlich für morgen. Du hast ja gerade die Bilder aus Schleiz auch nochmal mit angeschaut. Ganz tolles Wetter, bis zu 30 Grad und du säufst schon ein bisschen. Es war richtig heiß für euch, ne? Ja, es war wirklich sehr, sehr warm, aber es war auch so, dass alle ein bisschen an ihre Grenzen gekommen sind, ist auch ganz klar. In Schleiz kommt es noch dazu, ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke, eben auch von daher gesehen, dass noch einige Teile dabei sind, die auf öffentlicher Straße sind und eben dadurch auch sehr schnell noch sind. Aber ja, es war trotzdem natürlich ein cooles Wochenende und Schleiz gefällt mir.
Deswegen hat es mir da Spaß gemacht zu fahren. Ich soll vielleicht mal erwähnen an der Stelle, dass ich eine ganze Menge auch im Automobilsport zu tun habe. Und da ist es natürlich so, dass 6, 7 Grad Temperaturunterschied rauf oder runter schon eine ganze Menge ausmachen in den geschlossenen Cockpits der Autorennpiloten. Wie ist das denn eigentlich bei euch auf den Motorrädern? Inwieweit merkt ihr Temperaturunterschiede, wenn es dann eben mal nicht 22, 23 Grad warm ist, sondern wenn wirklich richtiges Sommerwetter von mitunter über 30 Grad herrscht? Ja, es ist natürlich so, dass man dann extrem zum Schwitzen anfängt, dass man da auch im Helm ab und zu Probleme hat mit Schweiß und mit verschiedenen Tüchern das Ganze auffangen muss, weil sonst irgendwann leider ins Gesicht läuft. Aber das haben wir mit meinem LS2-Helm ganz gut im Griff. Trotzdem ist es natürlich so, dass man viel, viel Flüssigkeit verliert in so einem Lauf und den ganzen Tag viel trinken muss. Und natürlich ist es auch etwas anstrengender, als wenn es etwas kälter ist. Dein Meier-Team bringt in diesem Jahr eine neue Suzuki an den Start in einer sogenannten Standardversion. Was heißt das so genau, dieser Standardbegriff? Ja, bei uns ist im Moment eben das kleine Problem, dass es von der neuen Suzuki noch kein Kit-Steuergerät, das zugelassen ist. Das ist leider noch nicht verfügbar. Aufgrund von dem fahren wir noch mit dem Seriensteuergerät, was man als Standard bezeichnen kann, und das ist zwar nicht schlecht, funktioniert auf dem Bike schon sehr gut, aber es hat einfach den Nachteil, dass man viele Sachen noch nicht so gut einstellen kann, wie man es mit einem Kit-Steuergerät könnte und wie es die anderen Bikes schon zur Verfügung haben, und da haben wir noch immer wieder ein bisschen Nachteile. Ja. Und das ist dann ein Leistungsnachteil, ein Setup-Nachteil, oder was genau betrifft das alles? Ein bisschen Leistung, aber das ist eigentlich das kleinste Problem. Hauptsächlich geht es um die Elektronik, um die Traktionskontrolle, um solche Geschichten. Das muss alles sehr, sehr gut zusammenspielen, um dass man ein gutes Setup herausfahren kann. Und da haben wir noch eben ein bisschen Probleme, dass wir da limitiert sind beim Einstellen. Die Motoren in der IDM 1000 Superbike-Klasse kommen ja aus der Serienproduktion und dürfen eben nur minimal auf den Renneinsatz umgewandelt werden. Was heißt das denn eigentlich? Was könnt ihr als Rennteam verändern an den Bikes? Soweit ich jetzt richtig informiert bin, ist es eigentlich nur die Kopfdichtung, die wir verändern dürfen, was mechanisch die ganze Sache betrifft. Und sonst ist der Motor noch Standard. Bei den heutigen Bikes, die auch in den letzten Jahren, gab es viele Hersteller, die nochmal ein neues Bike nachgelegt haben, in den letzten 2 Jahren ungefähr. Das heißt, die sind alle leistungsmäßig auf einem ähnlichen Stand und auch schon so stark, dass die Leistung eigentlich völlig ausreicht und es wieder viel drum geht, über zum Beispiel elektronische Fahrhilfen oder Traktionskontrolle und ähnliche Sachen, das eben in die richtige Richtung, also auf den Boden bringt, und dass nicht zu viel Leistung dann vielleicht durch Wheelies oder einfach Slides verloren geht. Ja. Ihr wart 2 Tage testen vor dem Wochenende in Schleiz auf dem Pannonia-Ring. Was habt ihr da dazugelernt? Was waren die Erkenntnisse? Ja, da war es auch sehr, sehr heiß. Mhm. Das hat uns geholfen in Schleiz, weil wir schon wussten, wie sich die Suzuki bei ganz heißem Wetter dann verhält. Und dazu haben wir eben noch ein bisschen mit der Traktionskontrolle rumgespielt, soweit es uns eben möglich war, und haben dann noch so kleine Erkenntnisse gefunden, wo man sagt, okay, da können wir drauf aufbauen. Und das ist, glaube ich, auch sehr wichtig aus Teamsicht, denn ihr habt an den Wochenenden 2 freie Trainings, 2 Qualifyings, da geht es dann schon ans Eingemachte. Ihr könnt eigentlich nichts wirklich aussortieren an den Rennwochenenden, oder? Nee, ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Gerade wie es hier war mit dem Wetter, das ein bisschen durchwachsen war, da ist es noch schwieriger, weil man braucht doch zum Testen einfach immer gleiche Bedingungen und gute, trockene Bedingungen. Da kann man am besten und am meisten rausfinden. Deswegen ist es schon wichtig, immer wieder, gerade bei einem neuen Bike, dass man ein bisschen mitentwickelt, immer wieder testen zu gehen und da dann ja vorwärts zu kommen. Trockene Bedingungen hast du gerade erwähnt. Die hatten wir im ersten Qualifying heute Morgen wahrlich nicht. Da war es richtig nass. Wie hat es dir unter den widrigen Bedingungen draußen gefallen hier in Assen? Ja, also ich muss sagen, ich hatte am Nürburgring im Regen schon noch einige Probleme. Mhm. Da war es auch das erste Mal, dass ich mit dem Bike im Nassen unterwegs war. Jetzt heute ging es schon um einiges besser. Wir waren am Ende vom nassen ersten Qualifying nicht zu weit weg, auf Platz 9, wenn ich es noch richtig weiß. Das war schon ganz in Ordnung, und ich konnte mich Stück für Stück steigern. Also ich hatte Spaß im Regen. Aber jetzt schauen wir mal, was das Wetter dann morgen bringt. Luca Grünwald wird uns gleich noch ein paar Einzelheiten zu dieser wirklich sehr herausragenden Strecke hier in Assen schildern. Wir haben mal ein bisschen Videomaterial vorbereitet, um Ihnen, liebe Zuschauer zu Hause, ein bisschen was von dieser so traditionsbehafteten Anlage hier in den Niederlanden
zu zeigen. Und da werden wir Ihnen zunächst mal zeigen, wie diese Anlage von oben aussieht. Das ist der Blick auf dieses mächtige Boxengebäude. Im Übrigen ist diese Rennstrecke hier in Assen ja in dieser Form noch relativ neu, wurde 2006 auf den aktuellen Stand modifiziert. Rennen gefahren werden hier in Assen allerdings schon seit 1925. Damals noch auf öffentlichen Straßen. Der Kurs war damals fast 30 Kilometer lang. Das hier, was Sie in Rot eingefärbt sehen, gehörte dann früher zu der im Jahr 1955 fest installierten Rennstrecke. Und nach dem Umbau von 2006 ist es dieses heutige Layout, das Sie jetzt also hier von oben sehen können. 4,555 Kilometer ist die Strecke in der heutigen Konfiguration lang und rund 100.000 Zuschauer finden hier Platz. Nicht unbedingt am IDN-Wochenende, ganz so viele Zuschauer sind nicht gekommen an diesem Wochenende, aber wir arbeiten ja auch dran, auch mit dem Programm auf unserem IDM-YouTube-Channel. Aber bei der MotoGP, da ist hier in dieser Motorradkathedrale von Assen natürlich richtig was los. Übrigens auch immer aus deutschsprachiger Sicht, denn die deutsche Grenze ist in Richtung Osten, Luftlinie nicht mal 50 Kilometer entfernt. Wir sind ja westlich des Emslandes am Rande dieses kleinen Städtchens Assen. Rund 170.000 Einwohner, aber eine sehr, sehr gemütliche Innenstadt mit toller Gastronomie und sehr netten Kneipen, aber das nur nebenher. Luca Grünwald, immer noch bei uns, der Suzuki-Pilot. Und Luca, du hast dich netterweise bereit erklärt, uns mal onboard mitzunehmen und für die Zuschauer zu Hause zu kommentieren, worauf es ankommt, hier auf den 4,5 Kilometern von Assen. Bereit? Ja, legen wir los. Dann würde ich sagen, Mats ab und dann gucken wir mal, wo es lang geht. Dein Aufschlag. Genau, jetzt geht's Startziel runter, fünfter Gang. Dann geht's zurück in den dritten Gang. Die erste Rechtskurve ist auch leicht überhöht. Dann geht's hier raus, meistens noch in den vierten Gang in diesem schnellen Rechtsknick. Und dann wird's sehr, sehr eng, meistens zurück in den zweiten bei den meisten Bikes. Dann geht's sehr, sehr lange und sehr, sehr eng rechts rum. Und dann in die erste Linkskurve, die Strummen. Auch im zweiten Gang, und der Ausgang hier ist sehr, sehr wichtig, da danach eine von den längsten Geraden kommt. In dem Moment schalten wir dann durch bis in den fünften oder sechsten Gang teilweise. Und jetzt kommt die Schikane, Rüskenhöck ist das Ganze, glaube ich. Da gibt es zwei Varianten. Wir fahren die langsamere im dritten Gang. Dann geht es aus dieser links wieder nach vorne und in die nächste überhöhte Rechtskurve rein. Das ist auch ziemlich cool zu fahren hier. Und wieder wichtig, dass man hier gut rauskommt zu der nächsten Schikane hinter. Da kommt dann im dritten Gang eine links, die man schon relativ gut erwischen muss. Und vor allem in dieser Rechtskurve ist es sehr wichtig, dass man gut rauskommt, den Schwung schon mitnimmt. Denn ab hier ungefähr geht es im vierten Gang, dann fünften Gang los, teilweise schon jetzt im sechsten Gang, sehr schneller Rechtsknick. Und jetzt kommt der schnellste Teil der Strecke. Dann geht es hier in die schnelle Linkspassage im fünften Gang mit über 200 sind wir hier unterwegs. Geht es in Richtung der letzten Schikane. Da sind auch immer die meisten Action-Szenen am Ende des Rennens. Nochmal zurück im zweiten, rechts, links und dann geht es wieder auf Startziel in den fünften Gang hoch. Klasse, tolle Impression, vielen Dank Luca. Und wenn man das richtig hinbekommen hat, dann steht eine Rundenzeit von etwa 1,40 am Ende auf dem Monitor. Wie schätzt du Assen ein im Vergleich mit den anderen IDM-Strecken, so vom Anspruch her und von der besonderen Charakteristik? Ja, Assen ist was Eigenes und es ist auch immer, also mir gefällt die Strecke gut. Es liegt auch einfach daran, dass man sich natürlich auch gut messen kann. Hier sind viele Serien unterwegs, hier weiß man, hier ist man im Grand Prix unterwegs oder in Superbike, WM oder ähnlichen Kategorien. Also es ist auf jeden Fall ein Layout, das mir gefällt und auch Spaß macht, wenn alles passt. Das Wetter ist immer ein bisschen schwierig, aber sonst ist es ein cooler Ort hier und ja, es ist auch eine coole Atmosphäre, auf so einer Strecke fahren zu dürfen. MotoGP ist hier, Superbike-Weltmeisterschaft ebenfalls und dann eben auch ihr. Spielt das auch im Hinterkopf eine Rolle, dass man auf solchen Strecken nochmal etwas mehr den Erfolg will, wenn man weiß, da sind die ganzen Großen am Start und da gibt es die großen Rennen und da stehen richtig dicke Namen in den Siegerlisten? Naja, also ich sag mal, man muss auf jeder Strecke so gut wie es nur geht sein, aber ich denke, ja, also ich persönlich streng mich auf jeder Strecke gleich gut an, natürlich, aber vielleicht gibt es irgendwie im Unterbewusstsein eine extra Motivation, aber ich konnte es noch nicht feststellen. Startplatz 8 ist es für dich, für die beiden Rennen morgen. Was geht noch? Was malst du dir aus für die beiden Rennen?
Ja, also ich hoffe, dass wir uns zwischen 5 und 8, wo ich jetzt bin, ungefähr einordnen können. Das, denke ich, ist auch der Stand, den wir im Moment haben, den oder da, wo wir hinkommen, wenn alles gut funktioniert. Und sollten wir das schaffen, wäre ich zufrieden. Soll es besser werden, wäre es noch besser. Und wenn es mal nicht so läuft, dann läuft es mal nicht so. Aber wir sind natürlich hart am Arbeiten, dass wir diese Suki so hinkriegen, dass wir uns immer da um die Plätze etablieren können. Und dafür wünschen wir euch alles Gute. Vielen Dank, Luca, an dich und alles Gute für das Rennen morgen. Vielen Dank, Danke gerne. dir. Und jetzt machen wir einen fliegenden Wechsel bei uns hier im Studio. Ich würde sagen, das Mikrofon könnt ihr einfach als eine Art Staffelstab hier übergeben. Denn Danny de Boer kommt zu uns im Moment, wie angesprochen, der Tabellenzweite hinter dem dominanten Markus Reiterberger. Aber natürlich gerade hier an diesem Wochenende im Fanson-Rennstall auch der Lokalmatador, der es hier vor der heimischen Kulisse natürlich beweisen möchte, dass er den guten Markus Reiterberger noch abfangen kann, da vorne an der Tabellenspitze. Das Interview mit dem Danny werden wir dann gleich in Englisch führen. And Danny, first of all, thanks for being here with us on the show. We've received some bad news from your team boss. He's in the hospital, planned to come to Assen. Do you have any news about his state? Yes, I have news. He's already here. So Great. he's faster than we expect, but yeah, it was not an easy time for him. Okay, that's very good to know indeed. Also, meine Damen und Herren, Werner Dehmen, der Teamchef aus dem Fanson-Rennstall, hat sich bei einer Motocross-Veranstaltung eine Verletzung zugezogen vor einigen Tagen, war im Krankenhaus und hat dann zum Glück relativ schnell verlauten lassen: Ich versuche mal auf jeden Fall rechtzeitig zum Qualifying hier zur IDM nach Assen zu kommen. Und jetzt hat uns Dani also gerade in der Tat die Bestätigung gegeben, dass das auch geklappt hat. Und das ist vorneweg natürlich schon mal eine ganz tolle Info, dass auch der Teamchef vom Fanson-Lager wieder auf dem Weg der Besserung ist. Dani, home race of course for you here at Assen. How is it to race in front of your home crowds and your fans? Yeah, I really like it for sure because the most of the races are in Germany and this is only 25 minutes from my home, so a lot of people are coming tomorrow and I'm really looking forward for tomorrow race. Er sagt, die meisten Rennen der IDM finden logischerweise in Deutschland statt. Hier ist es ein Heimrennen für ihn. Er kommt nur 25 Minuten von hier entfernt und dementsprechend sind natürlich viele Freunde, die sich auf den Weg gemacht haben nach Assen, die ihm hier persönlich die Daumen drücken. So is it more of a joy to drive here or is it also much pressure because you have so many fans on your side and so many friends who actually want to see you on the highest step of the podium? No, it's not more pressure for me. It's the same like every track. I think a little bit more motivated and yeah, I like it. I like it. Auf die Frage, ob es Spaß ist oder auch eine gewisse Drucksituation, hier vor so vielen Fans die Erwartungen füllen zu müssen, hat er gesagt, nein, es ist für mich einfach nur eine extra Motivation, hier vor den niederländischen Fans alles zu geben. Is it possible that you are even better prepared at home because you know the track, you know all the surroundings, or is it in the end just a normal race as every other? Oh, difficult question for sure. I know the track really well, so it feels like home here. And so, yeah, I think it's more easy than other tracks. But I ride now for the third year in the IDM, so I know the most of the I know all the tracks. So, yeah, but. It's nice to ride here, and this gives me an extra boost of motivation, but for the rest it's the same as every other track. Danny sagt, es ist natürlich ein bisschen einfacher, sich vorzubereiten, weil er die Strecke hier in Assen wahrscheinlich noch besser kennt als all die anderen. Aber durch die Erfahrung in der IDM kennt er natürlich mittlerweile auch die ganzen anderen Strecken und von daher ist es natürlich nicht ganz so einfach, das einzuschätzen. Obviously, it's a very tough call for you to race against Markus Reiterberger in your own team. He's your teammate. What do you think makes him so strong? He's won five of the six races so far. Now Nürburgring, we start really well. Nürburgring is also a track that I like, but in the beginning of the year, I know Schleiz and Zolder are not my favorite tracks, and that both tracks are his favorite. So the gap is there bigger than on other tracks. Here in Assen today, I had a little bit of bad luck, so my race pace is good, I think, and hopefully tomorrow I can close the gap to him and see what happens after this race. Danny sagt, die Lücke hier in Assen ist schon deutlich geringer, weil er sich einfach hier so gut auskennt und er wusste natürlich auch, dass Solder und Schleiz die beiden Strecken sind, auf denen sich Markus Reiterberger sehr, sehr zu Hause fühlt. Am Nürburgring beim Saisonauftakt, da hat er ihn ja auch letztendlich einmal besiegen können.
unter regnerischen Konditionen und dementsprechend natürlich erhofft er sich hier auch wieder einiges, um möglicherweise vorbeiziehen zu können. So, what is your aim for the two races? Would you be already happy to be on the podium or does it have to be the highest one? The highest one would be great, but hopefully we have a really nice battle for the first position and see who will win the race. For sure, at the end the championship is the most important thing. So yeah, two good results for the championship would be great, but it would be even more great to win tomorrow here race. Also Danny de Boer gibt sich noch einigermaßen diplomatisch und sagt, klar, wir müssen gute Punkte für die Meisterschaft einfahren, aber hier vor heimischer Kulisse zu gewinnen, wäre natürlich trotzdem etwas ganz, ganz Besonderes. Danny, please stay with us for another couple of minutes, because we'll have another topic in a couple of moments. Vorher aber, meine Damen und Herren, gucken wir uns mal die Höhepunkte aus den beiden Qualifyings von heute an. Haben wir ja schon erwähnt, es war einiges geboten durch die interessanten Wetterkonditionen. Und danach werden wir mit Danny de Boer, unserem Meisterschaftszweiten, das Ganze noch ein bisschen analysieren. Vorher gucken wir uns aber erstmal an, was in den beiden halbstündigen Zeittrainings hier in Assen heute Vormittag so passiert ist. Im ersten Aufgalopp heute Vormittag um 10 Uhr war es noch nass und dementsprechend haben sich die Fahrer fertig gemacht, um im Regen rauszugehen auf die ersten 30 Minuten. Auch der Tabellenführer Markus Reiterberger, der auf seiner BMW Platz nimmt. Im Wilberslager bleibt das geplante Motorrad an diesem Wochenende frei nach einem Sturz von Patrick Kosiniak, der sich verletzt hat am freien Trainingsfreitag. Er also dementsprechend für den Rest des Wochenendes ausgefallen. Die haben aber noch einen neuen Fahrer an diesem Wochenende, den wir Ihnen im Übrigen morgen in unserem Paddock Talk dann noch ausführlich vorstellen werden. Dann ging es raus auf die Strecke. Tolle Bilder einerseits onboard und andererseits vom Streckenrand. Hier der Blick auf die letzte Schikane und das Rausbeschleunigen auf Start und Ziel. Wir sind onboard mit Bastian Mackels, dem Belgier, einer der Regenspezialisten in der IDM, der sich hier an diesem Wochenende unter den schwierigen Bedingungen einiges ausgemalt hat. Auch hier sehen Sie nochmal schön, wie feucht es war rund um die Strecke in Assen. Wolken verhangen, grau und auch ein bisschen diesig. Markus Reiterberger hat lange gewartet. Sie sehen es hier, nur Platz 11 wurde dem Meisterschaftsführenden am Anfang angezeigt. Er hat sich langsam eingeschossen auf die schwierigen Bedingungen, um dann in der Spätphase des ersten Zeittrainings eine Attacke zu setzen. Hier schön zu sehen, die Arbeiten in der Yamaha-Box an den Maschinen, um sich fertig zu machen auf die erneute Zeitenjagd. Auch er hier, einer der Überraschungsmänner in der ersten Einheit von heute Vormittag. Bobby Boss, einer der Lokalmatadoren auf der Maschine mit der 54, hat es dann heute Nachmittag nicht mehr reproduzieren können und wird im Übrigen von der 24 ins Rennen gehen. Lucy Glöckner, stark gefahren, hier sehen wir sie auch im Bild, vor zwei Wochen in Schleiz. Sie heute Morgen noch so sehr schnell mit Platz Nummer 5. Dann allerdings hier schön zu sehen, brach die Wolkendecke ein wenig auf. Auch die Marshalls haben ihre Freude an den sich bessernden Witterungsverhältnissen. Und dann begann das große Warten, das Temperaturmessen in der Boxengasse. Wie trocken wird es noch vor dem Start des zweiten Qualifyings? Hier sehen Sie schon einige trockene Stellen auf dem Asphaltbelag. Die Fahrer schauen über die Boxenmauer, beraten sich mit den Reifeningenieuren, gehen zurück zu den Mechanikern, während wir hier übrigens einen der sehr flotten Gaststarter an diesem Wochenende sehen, Jari Tuovinen, der im ersten Training bis auf die 3 nach vorne gefahren ist, dann allerdings ebenfalls etwas federn lassen musste unter den jetzt trockenen Bedingungen in der zweiten Einheit. Startplatz 17 am Ende für den Schweden. Schön zu sehen, komplett trockene Bedingungen, der Asphalt komplett abgetrocknet. In den Auslaufzonen musste man aufpassen, da war es noch nass, auf den Randsteinen natürlich auch, aber die Bedingungen von Anfang an im Zeittraining trocken. Dennoch sind einige erstmal mit einer Regenabstimmung nach draußen gegangen. Hier schön zu sehen, wie die Mechaniker so nach 10 bis 15 Minuten in diesem zweiten Qualifying sich dann wieder auf die Maschinen gestürzt haben, um natürlich Reifen zu wechseln, um die Dämpfer anzupassen und um die Maschinen in der Kürze der Zeit abzustimmen auf die von Runde zu Runde besser werdenden Bedingungen. Die beste Zeit nach dem ersten Zeittraining lag nur knapp unter der 2-Minuten-Marke und die Pole-Zeit sollte letztlich eine 1:40:07 sein. Also die Strecke ist
deutlich schneller geworden. Auch Markus Reiterberger, den Sie gerade noch in der Box sahen, der hat lange gewartet, hat sich die Strecke noch ein bisschen länger angeschaut als die Konkurrenz, um dann mit einer radikalen Trockenabstimmung in der Schlussphase des 30-minütigen Zeittrainings anzugreifen. Und hier sehen Sie auch die entsprechende Anzeige. Platz 1. Nach mehreren Bestzeiten am Stück hat sich sukzessive rangerobbt, unterdessen Dominik Schmitter mit Sturz in der zweiten Einheit. Sie sehen die demolierte Maschine, ihm aber zum Glück nichts passiert. Erneute Pole Position unter den Augen der Dekra-Damen für Markus Reiterberger mit seiner 1:40.733, die Sie auch hier nochmal eingeblendet sehen. Danny de Boer, den wir immer noch hier bei uns im Studio haben, dann daneben auf Startplatz 2 und so weit vorne wie noch nie. Pepijn Bijsterbosch hier beim Heimspiel auf Rang 3. Gleiches gilt übrigens auch für Vittorio Iannuzzu auf Startplatz 4. Der Italiener sehr gut aufgelegt. Gleiches gilt für Fraser Rogers, ein Gaststarter aus Großbritannien, bei seinem IDM-Einstand auf Anhieb auf die 5 gefahren. Florian Altsechster, Stefan Kerschbaumer ebenfalls zwischenzeitlich führender unter den besser werdenden Bedingungen. Er steht auf Rang Nummer 7 neben Luca Grünwald, den wir ja im Moment oder den wir vorhin hier im IDM Paddock Talk im Interview hatten. Jan Bühn und Dominik Wesot, zwei Titelanwärter auf den Meisterschaftsrängen 3 und 4 gemeinsam auf den Positionen 10 und 12. Die werden einiges an Arbeit vor sich haben morgen. Lucy Glöckner auf der 14. Position, die schnelle Dame, die in Schleiz allen so viel Spaß gemacht hat. Bastian Mackels, der sich mit Sicherheit mehr versprochen hat, am Ende auf der 16. 19. Platz für Marco Nekvasil. Das ist der neue Fahrer im Wilberslager, den wir Ihnen dann morgen noch näher vorstellen werden. Und dann sehen Sie da unter anderem auch noch Dominik Schmitter, der wie gesagt gestürzt ist auf der 23. Und Bobby Boos, der heute Morgen gut mitgemischt hat auf der 24. Das ist also die Ausgangslage für die beiden IDM Superbike-Rennen am morgigen Sonntag hier in Assen. Und alle Hintergründe dazu werden wir Ihnen dann in unserem Paddock Talk morgen ab 18 Uhr wieder nach Hause bringen. Danny de Boer immer noch bei uns, der Meisterschaftszweite und Teamkollege von Markus Reiterberger, und mit ihm möchten wir jetzt über ein Thema sprechen, das hier an diesem Wochenende in Assen zumindest mal heute im ersten Zeittraining eine sehr besondere Rolle gespielt hat, nämlich das Fahren im Regen. In der IDM ist bekannt, dass sehr viele Piloten überhaupt keine Freunde der widrigen Witterungsbedingungen sind. Danny, I was just explaining, the rain of course was a very important topic today in Q1. Many drivers in the IDM series don't really like driving in the rain at all. Why is that? Why is it so difficult under wet conditions? Oh, it's really tricky because if you make one mistake, normally you are laying on the ground and crash. So yeah, it's more it's more dangerous. But I build it up, and for me, is this the way to improve lap by lap? So I like it. We collected some onboard pictures of Bastian Mackels. Wir haben einige Onboard-Bilder von Bastian Mackels dazu gesammelt und können vielleicht mit Danny de Boer jetzt auch mal schauen, worauf es ankommt im Regen. Danny, here we can see the pictures from Bastian Mackels. We will see him onboard in a couple of seconds. Maybe you can explain a bit on track. What does it make so difficult? Hier sehen wir noch die Piloten einbiegen in die erste Kurve. Sind also nicht nur Onboard-Bilder, sondern auch Bilder, die wir hier im Vorbeifahren sehen. So, here we have an onboard picture. So what makes it very difficult now under these conditions? You have to look out for the white lines and the curb stones, because normally the grip is less on that points. And also, yeah, you have to be careful with the brake pressure, because a bit too much brake pressure is losing the front and then you crash. Hier sehen wir auch wieder Bilder aus der letzten Schikane, die natürlich auch sehr, sehr schwierig zu treffen bei diesen widrigen Witterungsbedingungen. Piloten kommen dann natürlich immer wieder rein, auch hier Markus Reiterberger zu sehen, um die Maschinen entsprechend abzustimmen. How can you actually prepare the bikes for these conditions? What can you change according to the regulations? One more time. In order to prepare them for wet weather conditions, what can you change on the bikes? Okay, first of all, we change the slicks from to rain tires, but normally we change also the suspension. So we soften everything,
Electronic wise, we changed something so the bike is more friendly to ride, because you don't need all the power. You need a friendly, smooth power bike, and this is the most important thing. You don't use the complete stroke of the suspension, so that's the reason why we make it softer. And yeah, these are the most important things. Danny sagt, wir nehmen natürlich grundsätzliche Einstellungen vor. Wenn es anfängt zu regnen, wir fahren logischerweise nicht mehr mit den profillosen Slick-Reifen, sondern verwenden natürlich Regenreifen mit Profil. Die Federungen werden weicher gemacht, damit das Bike etwas mehr nachgibt. Und man ist natürlich auch, was die Leistung angeht, etwas vorsichtiger. Denn im Regen kommt es natürlich nicht nur auf die Motorleistung an, sondern vor allem, wie die Kraft auf die Straße gebracht werden kann. So, Danny, it's P2 for you tomorrow on the grid behind Markus Reiterberg. Where do you think can you pass him? I think the last sector is my strongest point. But for sure he will also be strong there. So we see, hopefully we can make a good start together and push really hard in the beginning and see what happens in the race. Danny sagt, im letzten Sektor, da müssen also auch wir, liebe Zuschauer, morgen aufpassen, da habe ich eventuell eine Chance. Aber in Anbetracht der bisher gezeigten Leistungen von Markus Reiterberger sagt er natürlich auch, er wird mit Sicherheit gut vorbereitet sein, hofft erstmal, dass sie einen guten, sauberen Start zusammen hinlegen und dann werden wir am Ende mal gemeinsam schauen, was passiert. Danny, thanks a lot for joining us and see you tomorrow, of course, on the track. Vielen Dank an Danny de Boer, der Herausforderer hier beim Heimspiel gegen Markus Reiterberger, der also morgen in beiden IDM Superbike-Rennen von der Pole Position starten wird. Und wie das ausgeht, liebe Zuschauer, das zeigen wir Ihnen dann sehr gerne morgen in unserer Sonntagsausgabe vom IDM Paddock Talk hier live aus Assen und würden uns natürlich freuen, ich glaube auch ganz im Sinne von Eddie Mielke, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Für den heutigen Abend war es das. Haben Sie noch einen wunderbaren Samstag und dann hoffentlich bis morgen. Ciao.